Willkommen zurück zum achten Teil dieser Serie der Top 10 Punkte, die es zu berücksichtigen gibt, um 2022 dein bestes Jahr zu machen. Heute zum Thema Beziehungen zu Umständen heilen. Dieses Jahr, wie du es vielleicht auch schon erlebt hast oder noch immer erlebst, ist ein sehr herausforderndes Jahr. Diese ganzen Energien, die herrschen, die Ängste, die Angst vor Krankheit, die Angst davor, die Existenz zu verlieren, die Angst vor der Zukunft betrifft jeden von uns. Und da bist du nicht alleine. Es geht nur darum, in Zukunft damit so umzugehen, dass du dir sagen kannst, ich bin damit, ich akzeptiere es. Und das erfährst du jetzt in diesem Video. Dafür ist es ganz wichtig zu verstehen, dass wir letztlich unsere Umstände selber erschaffen. Wir können nicht die Welt erschaffen, die um uns herum herrscht, komplett alleine, denn die Welt ist immer ja die kumulative Gedankenenergie der Masse, der Mehrheit. Allerdings können wir immer entscheiden, wie wir die Welt um uns herum sehen, was wir mit diesen Energien machen und wie wir darauf reagieren bzw. antworten. Und daher ganz wichtig für mich ist es zu sagen, und ich lege dir das auch zu Herzen, dass du sagst, okay, diese Situation aktuell mit allen Maßnahmen ist keine Ausrede dafür, dass ich nicht glücklich bin. Oder dass ich nicht meinen Zielen verfolge, dass ich nicht zufrieden bin, dass ich nicht in meiner Welt aufgehe und das mache, was ich will und was mir wirklich am Herzen liegt. Nein, wir sind dazu verdammt eigentlich, dass wir immer aus unserem Ego heraus das tun, was von uns verlangt wird. Beziehungsweise wir sind im Vergleich mit anderen, wir sind im Konkurrenzkampf, wir sind im ständigen diesem Wetteifer mit der Außenwelt, um ja diese Existenzberechtigung zu bekommen. Und je mehr du zu dir findest, und ich habe das schon in den vorigen Tipps gesagt, je mehr du zu deiner eigenen Priorität wirst und du verstehst, dass wenn du eine heile Welt in dir selbst aufbaust, wenn du dich selbst heilst, dann kannst du auch andere Menschen heilen und kannst damit eine Lawine lostreten, die es nicht nur hilft, ja, deine direkte Umwelt, deine direkte Umgebung zu heilen, nämlich sondern auch ja noch viel mehr Menschen, weil es ist wirklich ein exponentielles Wachstumspotenzial, was möglich ist, wenn du es schaffst, wirklich bei dir zu sein, glücklich zu sein. Und angefangen tut es immer damit, dass man sich ein Ziel nimmt, dass man wieder versucht, mit seiner eigenen Traumwelt, mit seinen Visionen in Verbindung zu gehen, wo dein Potenzial liegt oder wo die Potenzialentwicklung ist, wo auch dein Herz darin aufgeht, wo du auch deine Seele wieder mit ins Boot nimmst. So, nicht nur, wie du es vielleicht vorher gemacht hast, dass du immer nur deinen Geist befriedigt hast und auf deinen Verstand gehört hast, sondern auch viel mehr auf dein Herz, auf dein Bauchgefühl hörst, womit du es schaffen wirst, viel mehr positive Dinge in dein Leben zu ziehen und viel mehr zu dem zu werden, der du eigentlich wirklich sein wirst und nicht mehr am Ende des Tages oder am Ende des Monats oder am Ende des nächsten Jahres zu sagen, hätte ich nur wieder das getan, hätte ich nur wieder so genannt, bist du wieder im Bedauern und schiebst immer wieder deine Verantwortung auf. Verantwortung heißt eigentlich nur die Antwort auf deine Fragen, die du dir selber stellst, maximal denen nachzugehen und in die Aktion zu kommen. Und wenn du dir die richtigen Fragen stellst, zum Beispiel, was will ich erreichen, wie will ich es schaffen, du hast ein Ziel, du weißt, du hast einen Plan, du kennst Menschen, du kennst Vorgehensweisen, wie du an diese Ziele kommst. Das bedarf vielleicht eine gewisse Opferbereitschaft oder eine Investition. Jedenfalls geht es darum, dein Leben zu leben. Und du kannst nur ja die Beziehung zu deiner Umwelt kitten, indem du eine bessere Beziehung mit dir selbst führst und dir keinen Bullshit mehr erzählst, keine Ausreden mehr dir selber erzählst, nicht mehr in diese Opferrolle bist. Es geht darum, die Verantwortung für dich zu übernehmen. Und dann wird auch viel mehr, ja, dann werden die äußeren Umstände unwesentlicher, unwichtiger, weil es geht letztlich nur um dich. Es geht darum,
dein Leben so zu leben, wie dich es glücklich macht. Es zieht die richtigen Leute in dein Leben. Es zieht dir die richtigen Ergebnisse an, die richtigen Energien, ob es finanziell ist, ob es auch zwischenmenschlich ist. Es kommt so, wie es kommen soll und es kommt so, wie du es willst, wenn du bei dir bist und wenn du aus dir heraus deine maximale Kraft manifestierst und Dinge kreierst, die wirklich wichtig für dich sind. Daher kommen die in eine positive Beziehung zu dir selbst und heile deine Einstellung zu allem Äußeren. Du kannst es nur akzeptieren. Du hast keinen Einfluss darauf, du hast nur Einfluss auf deine Gedanken, auf deine Gefühle. Und damit schließe ich das Video ab. Wenn du Kommentare hast, wenn du noch zusätzliche Informationen haben willst oder mitteilen willst hier und in unserer Community, dann schreibe sie gerne in die Kommentare. Ich freue mich über eine Reaktion von dir. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.